Ja, auch von mir herzlich willkommen an diesem wunderbar sonnigen Nachmittag. Ich habe das große Vergnügen, Sie in den nächsten 3,5 Stunden durch das Thema Digitalisierung in der Spedition zu führen. Nee, keine Sorge, ich habe mir so vorgenommen, 20, 25 Minuten. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man vor so einem Auditorium steht um 14.30 Uhr vor dem WM-Spiel, ist das noch alles okay. Wenn es gleich 15 Uhr ist vor dem WM-Spiel, ist es nicht mehr so okay, weil der ein oder andere dann schon ein bisschen hibbelig und aufgeregt ist. Deswegen steigen wir mal schnell ein ins Thema Digitalisierung in der Spedition. Digitalisierung an sich ist ja mittlerweile seit 2, 3 Jahren ein absolutes In-Wort. Für die meisten Menschen ist es noch schwierig einzuordnen, eine eindeutige Definition, da tun sich die Leute mit schwer. Digitalisierung ist auf der einen Seite die Einführung von neuen Systemen oder neuer Software. Auf der anderen Seite ist Digitalisierung aber auch gerade die Disruption. Kennen wir alle aus dem Bereich Einzelhandel, wo Amazon also dafür gesorgt hat, dass viele, viele kleine Boutiquen geschlossen haben oder viele Nischenläden mittlerweile nicht mehr am Markt sind, weil wir alle auch das letzte bisschen Batterie noch bei Amazon bestellen, weil es am nächsten Tag einfach da ist und günstig ist. Digitalisierung ist aber auch die Modernisierung eines Unternehmens und das ist das, was wir im Moment betreiben mit der Sitra-Spedition und das möchte ich Ihnen heute mal kurz vorstellen. Wir sind 1994 gegründet worden, sind also so ein klassischer speditioneller Dienstleister, bieten also den Transport von Teil- und Komplettladung an, Containertransporten, Express- und Sonderfahrten und das Ganze auch europaweit. Wir haben 4 operative Teams, sind insgesamt knapp über 30 Mitarbeiter, 2 Geschäftsführer und mit diesem Gesamtteam organisieren wir den Transport von bis zu 3.800 Sendungen im Monat. Für uns ging alles, also ging das Thema Digitalisierung so ein bisschen zufällig los. Carly Fiorina hat mal gesagt, alles, was digitalisiert werden kann, wird auch digitalisiert werden. Sie war damals Vorstandsvorsitzende bei Hewlett-Packard und man hat ja auch damals schon ein bisschen Ahnung zu dem Thema unterstellt. Sie hat recht, das ist mittlerweile schon 17 Jahre her, dass sie das gesagt hat und wir merken das halt. Ne? 80% der Mittelständler erkennen es mittlerweile an, dass Digitalisierung und auch gerade die IT einen wachsenden Einfluss auf das eigene Geschäftskonzept hat. Dass Disruption in immer mehr Branchen geschieht, wenn wir uns mal umgucken, also das größte Medienunternehmen der Welt ist Facebook, die produzieren nicht ein Stück eigenen Content, sondern das ist alles fremd. Der größte, sagen wir mal, von der Anzahl der Übernachtungen größte Hotelbetreiber ist Airbnb auf der Welt, ne? Die haben nicht einen einzigen Hotelraum, nicht ein einziges Bett, gar nichts. Solche Dinge, die passieren in immer mehr Branchen und da kann sich halt jeder ein bisschen drauf gefasst machen, dass in irgendeiner Art und Weise das die eigene Branche auch trifft. Für uns war es dann wichtig, nicht bange zu machen, weil ich habe mir die Frage gestellt, was will mein Kunde eigentlich? Möchte der eine digitalisierte Spedition, das heißt jemand, der mit Jahrzehnten Erfahrung moderne Technik benutzt, um eine entsprechende Dienstleistung zu produzieren, oder hätte der ganz gerne irgendeine IT-Bude, die jetzt so ein bisschen was in Logistik macht? Für uns war die Frage klar, der möchte, dass wir uns digitalisieren. Und das war dann auch unsere Motivation dabei. Digitalisierung ist keine singuläre Baustelle. Also wenn Ihnen da irgendjemand was erzählt, Sie müssen so ein Digitalisierungsprojekt durchführen und das dauert 6 Monate und dann sind Sie mit dem Thema durch, ne? Dann können Sie den eigentlich gleich wieder vom Hof jagen, weil das ist gelogen. Digitalisierung beschreibt letztendlich einen andauernden Prozess der Erneuerung. Wir haben gerade auch bei uns im Speditionsbereich kommen neue Techniken rein, die ermöglichen viel einen höheren Service-Level. Daraus resultieren dann wieder neue Techniken, die uns dann wieder dazu, sagen wir mal, zwingen werden oder ermuntern, uns dann halt auch weiterzuentwickeln, um dann halt auch mit dieser Entwicklung da Schritt zu halten. Es gibt nämlich keine Anleitung dazu, wie man sich digitalisieren kann. Es gibt zwar so ein Digital Playbook oder sonst irgendwas, aber das sind letztendlich alles nur so Tools oder so Mechanismen, die in Einzelfällen gut funktionieren. So wie so ein Werkzeugkasten, das kann man sich anlesen und anlernen. Alles gut, aber Sie werden für Ihr Unternehmen ganz alleine herausfinden müssen, was Digitalisierung für Sie bedeuten kann, bedeuten soll oder vielleicht sogar bedeuten muss. Wir haben an der Stelle zusammen mit der Technischen Universität in Harburg zusammengearbeitet. Die haben uns dabei ein bisschen unterstützt, natürlich auch mit dem Institut für berufliche Bildung, da komme ich gleich noch zu. Aber dieser Austausch, der war für uns ganz wichtig. Für uns war es nämlich so, dass wir diesen, sagen wir mal, unseren Baustellenplan Digitalisierung mal aufgemalt haben und haben uns überlegt, was gehört eigentlich dazu zur Digitalisierung. Und das war bei uns ganz klar, wir kommen um die Mitarbeiter nicht rum. Wir als Dienstleister haben ein Asset und das sind Mitarbeiter. Das heißt, all unsere Bestrebungen haben bei den Mitarbeitern angesetzt. Und
da sieht man zwei von denen. Für uns war es wichtig, durch regelmäßige Schulungen schon mal so ein bisschen den Mindset herzustellen, was Digitalisierung so sein kann. Das ist schwierig, wenn man da versucht, 30 Menschen irgendwie zu bewegen und auch ihre Sicht auf die Welt so ein bisschen zu verändern. Das ist auch ein Prozess, der geht über Jahre und der hört auch nicht auf. Also ich führe auch heute noch Verständnisgespräche zum Thema Digitalisierung. Da kommt immer mal ein Neuer dazu, da fängt man bei Null an. Man hat dann Auszubildende, die haben dann nochmal einen ganz anderen Blick da drauf. Aber gehört halt einfach dazu. Teambuilding-Maßnahmen sind für uns wichtig, Fortbildungsangebote auch einfach nur in den Raum zu stellen und den Menschen zu zeigen, passt auf, es gibt Möglichkeiten, die kann man nutzen, muss man nicht, aber denkt da einfach mal so ein bisschen drüber nach. Und was für uns auch wichtig war, dass wir auch einzelnen Mitarbeitern, auch Sachbearbeitern, eigenverantwortliche Projekte schon früh zugewiesen haben, dass sie sich dort einfach mal ausprobieren können. Das sind manchmal nur Kleinigkeiten. Da geht es dann darum, irgendwie so ein Pufferlager umzuorganisieren. Das hört sich jetzt so groß an, aber wir reden da irgendwie von 80 Palettenstellplätzen und einem Gabelstapler, das ist dann alles. Aber da kann man dann halt immer gucken, Mensch, wo stelle ich was hin, was ist denn so? Da brauche ich also kein Teamleiter für abstellen, sondern das kann dann auch einer der Disponenten machen. Aber dadurch lernen sie natürlich dann halt auch, wie das so ist, mal so kleine Sachen zu organisieren und auszugestalten. Wenn wir an den Mitarbeitern arbeiten wollen, dann bedeutet das zwangsläufig auch, dass wir an unseren Führungskräften arbeiten müssen. Auch die Anforderungen an die Führungskräfte haben sich verändert, das merken wir jetzt schon und das wird in Zukunft noch viel intensiver werden. Wir werden nämlich üben müssen, mit modernen Mitarbeitern umzugehen, weil wenn ich fortgebildete Mitarbeiter habe, brauchen die auch eine andere Ansprache, also muss ich sie anders ansprechen. Das geht dabei los, dass sie selbstbestimmter sind, dass sie eigentlich in der Lage sind, ihren Job mehr oder weniger alleine zu machen und ich als Führungskraft brauche die nicht mehr anleiten, sondern ich muss nur noch den Rahmen für sie schaffen, damit sie ganz erfolgreich arbeiten können. Da braucht keiner Feedback, das merken die dann schon selbst. Dafür kommen dann halt andere Dinge hin. Ganz wichtig für uns war in dem Zusammenhang auch das Thema Verbindlichkeit nochmal in den Mittelpunkt zu rücken. Verbindlichkeit nämlich auch, um den Führungskräften ganz klar zu zeigen, wenn ihr Entscheidungen trifft, egal worum es geht bei der Digitalisierung und ihr schlagt da einen Weg ein und habt da irgendwie eine Idee, dann ist das völlig okay. Auch wenn wir damit scheitern, wenn das dann nicht irgendwann umgesetzt wird und eine Cash-Cow wird, sondern wenn man dann halt sagt, gut, wir haben noch ein paar Erfahrungen mitgesammelt, ist völlig in Ordnung. Das ist kein gescheitertes Projekt. Viele Führungskräfte bei uns im Mittelstand, nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern generell im Mittelstand, lassen sich ja eigentlich immer nur an den Erfolgen messen und die haben ja Angst vor Misserfolg. Und so ein Projekt, wenn man dann mal versucht, keine Ahnung, eine Datenschnittstelle mit dem Kunden aufzubauen oder aber für uns auch immer ganz wichtig, die Ablieferbelege von den Transporten, ob wir die irgendwie ein bisschen schneller an den Kunden kriegen. Manchmal ist das auch gar nicht gewünscht. Da hat man so ein Projekt, dann guckt man mal und das hat nachher gar keinen Hebel. Prinzipiell ist das Projekt gescheitert, aber gerade darum geht es ja gar nicht, dass man das in solche Kategorien einstellt, sondern haben wir was daraus gelernt, konnte uns das irgendwie weiterhelfen und wir haben es zumindest versucht, alles ist gut. Und die Führungskraft hat auch nicht das Gefühl, sie wäre da mit dem Thema denn gescheitert. Nur so werden wir es nämlich hinkriegen, eine gewisse Agilität in den Unternehmen zu haben. Nur so werden wir dann halt auch so eine Philosophie entwickeln, was Digitalisierung für uns im Mittelstand bedeuten kann. Und das wird sich nachher auch dann in den Prozessen niederschlagen, dass wir also da viel flexibler darauf reagieren können, wenn es also auch technische Änderungen gibt. Mitarbeiter und Führungskräfte können leider oder zum Glück nicht separat von der Unternehmenskultur betrachtet werden. Deswegen war das auch für uns eine Riesenbaustelle. Und zwar haben wir das Thema Events wieder neu belebt. Und damit sind jetzt nicht diese Schakka, wir schaffen das Teambuilding-Events aus den 90ern gemeint, sondern wir nutzen ganz gezielt Events dafür, dass wir einfach die einzelnen Teams zusammenbringen. Dass also Leute aus unserem Containerbereich mit den Leuten aus dem Express-Bereich reden, dass die Buchhaltung sich mal in aller Ruhe mit unserer Teilung Komplettladungsabteilung austauschen kann. Die kommen einfach zusammen. Wie heute Nachmittag wird dann gemeinsam Fußball geguckt. Alles völlig entspannt. Die Firma stellt letztendlich nur Essen und Getränke zur Verfügung und der Rest regelt sich von alleine. Also da sind auch keine Führungskräfte, die das moderieren. Die sind zwar auch bei, aber meistens stehen sie am Grill oder trinken halt auch ihr Bierchen dazu. Aber es gibt dort keine Regeln, es gibt auch keine Nachbesprechung davon, sondern es geht wirklich nur darum, die Leute zusammenzubringen, die unterhalten sich, lernen sich kennen, bauen Spannung ab, wunderbar. Thema Arbeitszeiten war für uns auch wichtig. Wir sprechen bei der Digitalisierung natürlich auch immer über so eine universelle Erreichbarkeit. Also jeder hat dann seinen E-Mail-Account auf dem Handy oder per WhatsApp oder Skype sind die Leute abends noch am Chatten oder so. Das erwartet der Arbeitgeber fast wie selbstverständlich von den Mitarbeitern. Und was ist auf der anderen Seite? Deswegen haben wir gesagt, also Arbeitszeiten, das denken wir auch mal neu. Für uns ist es so, jedes Team organisiert sich da halt selbst. Wir haben Kernarbeitszeiten von 8 bis 17 Uhr. Da hat
irgendjemand aus diesem Team da zu sein, der alle Fragen für Kunden beantworten kann. Und alles andere, das organisieren die für sich. Wir haben da also Abteilungen, da kommt der Erste morgens um 6, weil der absolute Frühaufsteher ist. Der geht entsprechend früher und der Letzte, der kommt irgendwann um 22:30, weil der absolute Langschläfer ist. Und der bleibt natürlich entsprechend länger. Für uns als Unternehmen ein Riesenvorteil. Ne? Einige Büros sind ab 6 besetzt. So. In den Kernarbeitszeiten sind alle Leute so, also sind viele Leute da, als dass wir unsere Dienstleistung produzieren können. Aber jeder hat für sich halt die Möglichkeiten, das auszuschmücken, wie er das möchte. Auch so Themen wie Partizipation, das gehört für uns auch selbstverständlich dazu, dass wir frühzeitig auch Mitarbeiter in Projekte involvieren, die sie dann auch betreffen. Wir führen gerade ein neues Speditionsprogramm ein. Da sind unsere Mitarbeiter auch manchmal von genervt, dass sie so viel gefragt werden, wie denn ihre Meinung ist und ob das so von der Usability gut ist. Aber trotz alledem sind sie dann einfach mit dabei und haben halt auch die Möglichkeit, da Einfluss drauf zu nehmen, weil wir verändern mit dem Programm ihre Arbeitswelt und damit ein Stück weit auch ihre Lebenswelt. Und da sollte man sie dann halt auch schon dran beteiligen. Incentivierung, offene Türen, da ist an anderer Stelle schon genug zu gesagt worden. Das sind aber auch so Dinge, die gehören einfach dazu, um dieses Bild neues, modernes Unternehmen auch abzurunden. Und dann, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute zu Ihnen sprechen darf, das Thema Bildung. Das ist für uns natürlich auch ganz wichtig. Wir kriegen all das nicht hin, wenn wir mit Mitarbeitern aus den 90ern umgehen. So, wir haben aber nur die Mitarbeiter zur Verfügung, die wir da nun mal haben. Herr Wellmann wird es bestätigen können, es ist im Moment nicht einfach in der Logistik, große Wechsel bei Mitarbeitern durchzuführen, weil es gibt einfach niemanden, der in diesem wirklich spannenden und schönen Bereich arbeiten möchte. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass, und das wollen wir natürlich auch, unsere Mitarbeiter dort zu entwickeln. Fortbildung, das werden Sie alle schon mal erlebt haben, da gibt es solche und solche. Das gibt gute und es gibt die anderen. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn wir Mitarbeiter zur Fortbildung geschickt haben, dann waren sie eine Woche weg, dann waren sie eine Woche danach euphorisiert und haben ganz tolle Dinge erzählt. Dann waren sie wieder eine Woche, sagen wir mal, da, waren nicht mehr ganz so euphorisiert und haben weniger erzählt. Dann ging es eigentlich nur noch darum, was man abends in der Kneipe gemacht hat. Und dann war eigentlich dieser Effekt der Schulung schon durch, weil nichts davon angewendet wurde, weil nichts davon wirklich einen Bezug zur Arbeitswelt hatte. Deswegen haben wir uns da ein bisschen schwer getan. Was wir festgestellt haben, was gut funktionierte, waren Kooperationen. Wir haben es mit anderen Unternehmen Auszubildende ausgetauscht. Wir kooperieren mit Kunden und Unternehmern zusammen, als dass wir uns dann auch in so einem Dreigespann zusammensetzen und mal über Probleme über die einzelnen Bereiche hinweg unterhalten. Und wir sehen halt Bildung mittlerweile als wirklich einen Teil der Unternehmenskultur an. Und da kam dann auch die IBB ins Spiel. Wir haben zusammen das Schulungsprogramm EduDo Digital entwickelt, weil wir halt auch gesehen haben, wir kamen mit unseren Ansätzen auch nicht mehr weiter. Ein Mittelständler alleine kann es nicht leisten, 30 Mitarbeiter in Eigenregie zu schulen. A, fehlt uns das didaktische Wissen dazu. B, haben wir natürlich auch ein Defizit, was so Fachthematiken angeht, gerade so im Bereich Kommunikation, Softwarethemen und so weiter. Und dann ist es halt auch so, wir haben keine Ahnung, wie man sowas organisieren soll. Und bei der IBB war es natürlich ähnlich. Die wussten alles, was wir nicht wussten. Dafür konnten wir dann natürlich so ein bisschen Input aus dem Mittelstand und aus dem Thema, also aus dem technischen Bereich irgendwie liegen. Und deswegen gibt es jetzt das Schulungsprogramm EduDo Digital. Wir haben da gerade eine Pilotschulung bei uns laufen und probieren das mal so ein bisschen aus. Ich muss sagen, unsere Mitarbeiter sind jetzt schon angefixt von dem Thema. Ich muss langsam aufpassen, dass nicht irgendwie in einem Jahr ein anderer hier steht und ich dazu nichts mehr sagen kann, weil da eine ganz andere Bildungsaffinität jetzt mittlerweile herrscht. Abschließend ist zu unserem Prozessplan oder zu unserem Digitalisierungsbaustellenplan zu sagen, dass es natürlich auch noch administrative und operative Prozesse gibt, die auch wir beachten müssen, weil durch die Digitalisierung, Martin Buber hat das mal gesagt, man kann nicht etwas ändern, ohne alles zu ändern, stimmt, das werden wir uns auch um solche Themen kümmern müssen. Kleiner Hinweis da aus dem Bereich Eurowings und Lufthansa. Thorsten Dirks hat dazu mal gesagt, dass bevor man an Prozessen arbeitet, sollte man sich die erstmal mal anschauen, weil wenn man einen Scheißprozess digitalisiert, hat man einen scheiß digitalen Prozess. Das mussten wir auch lernen. Also bevor wir jetzt wirklich angefangen haben, das Speditionsprogramm, das neue einzuführen, haben wir alle Prozesse ein Jahr lang auf den Kopf gestellt und geguckt, ob das alles noch Sinn macht. Und da waren ganz viele Dinge drin, die haben eigentlich schon vor 5 Jahren keinen Sinn mehr gemacht. Aber es wurde dann halt einfach gelebt, weil es war ja schon immer so, ne? Und das ist natürlich auch das Spannende, mal zu sehen, mal auch ein wirkliches Beispiel aus der Praxis zu haben, was kann man eigentlich so digitalisieren. Wir haben ein digitales Archiv mittlerweile, das heißt, bei uns muss keiner mehr irgendwie in den Keller rennen und eine Akte raussuchen, sondern das ist von jedem Arbeitsplatz, ist auf jede Akte der letzten, ich weiß nicht, 12 Jahre oder was, mittlerweile Zugriff zu erlangen. Da kann ich gleich die wesentlichen Teile ausschneiden und meinem Kunden schicken, weil meistens sind es ja solche Anfragen, die mich dann in den Keller gezwungen haben. Das machen wir jetzt alles so, das sind 4 Klicks und der
der Kunde ist dann irgendwie zufrieden. Vorher waren es irgendwie 3 Treppen runter und irgendwo diese Akte suchen, 3 Treppen hoch, den ganzen Kram einscannen und wegschicken, geht einfacher. Wir haben Office 365 eingeführt, eine super Anwendung von Microsoft. Da sind so viele Programme drin, damit können Sie alles im Unternehmen regeln. Also wir haben damit quasi ein internes Facebook, wir haben ein internes Chat-System. Wir organisieren und dokumentieren alle unsere Besprechungen damit und so. Das ist schon eine wirklich feine Lösung. Elektronische Rechnungen, die dann auch noch automatisch gelegt werden, das haben wir mittlerweile auch umgesetzt. Leider spielen da nicht alle Kunden so richtig mit. Es gibt einige, die wollen halt immer noch eine Rechnung ausgedruckt per Post haben. Einige sind halt auch schon, die sagen, sind sehr froh, wenn es einfach eine Mail gibt, wo dann das halt drin ist. Ist auch nur eine Vorstufe, weil irgendwann, und das sind dann auch so Themen wie Blockchain oder, werden wir uns halt auch darüber unterhalten, dass das so weit automatisiert wird, dass die Systeme einfach miteinander vernetzt sind und sich austauschen. Das heißt, wenn der Transport abgeschlossen ist, dann wird auch die Rechnung sofort gestellt und gelegt und nicht mehr so umständlich per Mail. Viel spannender ist natürlich, was wir im operativen Bereich oder wo wir im operativen Bereich Möglichkeiten sehen, uns zu digitalisieren. Und das ist natürlich ganz klar, dass Auftragsdaten und Informationen direkt übermittelt werden, entweder über die Portale oder halt durch Excel-Dateien oder durch EDI-Schnittstellen oder. Im Bereich Auftragsdaten bearbeiten ist es natürlich auch für unsere Disponenten hilfreich, wenn eine automatische Plausibilitätskontrolle stattgefunden hat. Das heißt, das Programm guckt, ob die Daten, die eingespielt werden, ob das überhaupt sein kann. Also nicht, dass der Entladetag vor dem Verladetag ist, nicht, dass die Gewichte nicht stimmen oder dass in der angegebenen Zeit dieser Transport gar nicht durchgeführt werden kann. Also das Programm prüft automatisch, ob es überhaupt physikalisch möglich ist, diese Strecke in der Zeit zu fahren. Das ist manchmal schon ziemlich gut. Aber auch interne Benachrichtigungen, das heißt also die Fahrtenkontrolle zum Beispiel, die kriegen halt Benachrichtigungen, wie viele Touren morgen anstehen, damit sie dann halt auch wissen, wie viel Arbeit denn morgen auch ist, um sich vielleicht auch mit den Arbeitszeiten so ein bisschen drauf einzustellen. Im Bereich der Disposition gibt es automatische Berechnung von Tür-Durchführungszeiten oder kontinuierliche Berechnung der Ankunftszeit. Da wird sogar auf Verkehrslage-Server zugegriffen, so dass also das Programm weiß, wo Stau ist und das mit einberechnet. Das ist schon ziemlich fein, weil das ist im Moment etwas, was der Disponent immer händisch macht. Also der hat nebenbei immer noch mal Google auf, wo die ganzen Staus zu sehen sind und schaut dann, wo die LKWs so sind und ob das da noch Probleme geben kann. Ne? Datenrückübermittlung aus der Fahrer-App, also dass wir auch Fahrzeuge, die nicht direkt zu unserem Fuhrpark gehören, dass wir die halt auch überwachen können, indem sich die Fahrer einfach eine kostenlose App auf ihr Smartphone ziehen und wir darüber die Kontrolle halt auch über die Sendung haben und auch dort systemseitige Plausibilitätskontrollen, wenn also der Fahrer versucht, das System irgendwie zu überschreiben, indem er, sagen wir, noch in Göttingen ist und dann schon sagt, ja, ich bin jetzt hier an der Entladestelle, ich habe schon ausgeladen und eigentlich soll er dann noch aber bitte weiterfahren nach Fulda, dass man dann halt auch sieht, dass da gemauschelt wurde und dann weiß man auch, dass Probleme entstehen, wenn sowas passiert. Bei der Abrechnung natürlich auch, automatische Abrechnung habe ich eben schon gesagt und natürlich auch so eine automatische Übergabe über eine EDI-Schnittstelle, das ist so Electronic Data Interchange. Das System ist schon, ich weiß nicht, 20, 25 Jahre alt, aber man soll es kaum glauben, selbst bei den größten Logistikern auf der Welt, die haben immer noch keine Schnittstelle, damit man mit denen so kommunizieren kann. Da haben wir Kundenbesuche, wo sie dann immer den Kopf schräg legen und sagen, das können wir alles gar nicht. Deswegen, wie ich eben schon gesagt habe, manchmal hapert das auch auf Kundenseite, wenn man sich modernisieren will. Für Führungskräfte immer ganz spannend auch, dass man den Deckungsbeitrag automatisch ausgewertet bekommt und da schon frühzeitig Rückschlüsse zur Prozessoptimierung für den Vertrieb irgendwie machen kann. Weil es gibt ja, ich weiß nicht, wie das so bei Ihnen ist, aber bei uns gibt es gute und andere Kunden. Und da kann man dann frühzeitig schon mal sehen, was da, also welcher Kunde wie denn zu nehmen ist. Das ist ja jetzt nun alles sehr, sehr theoretisch, damit Sie mal einen Eindruck davon bekommen, was das in der Lebenswelt von Fahrern und Disponenten ändert, wenn wir uns digitalisieren und was für Möglichkeiten dort schon mit relativ geringem Aufwand bestehen, möchte ich Ihnen mal zeigen, wie so ein Containertransport aussehen kann, wenn wir wirklich diese modernen IT-Lösungen nutzen. Wir haben zum einen einen Packschuppen, ein Terminal und unsere Disposition mit dem angeschlossenen Transportmanagementsystem. Und natürlich gibt es immer noch draußen den LKW mit dem Fahrer, der quasi die Transportleistungen in dem Sinne dann auch erbringt.
Die große Herausforderung ist jetzt natürlich, einen Container am Packschuppen aufzunehmen und zu einem Terminal zu fahren. Das hört sich relativ simpel an, aber wer es weiß, wie schwierig das manchmal im Hamburger Hafen sein kann, der wird sich gleich freuen, wie einfach das dann auch geht. Ein Auftrag kommt herein, im besten Fall natürlich über so eine elektronische Schnittstelle. Im Zweifel muss er noch eingegeben werden und wir sollen also vom Packschuppen zum Terminal eine Umfuhr machen. Bei so einem Exportauftrag ist die Containernummer am Anfang noch überhaupt gar nicht bekannt. Wir wissen nur, wir sollen einen Container abholen, aber wissen nicht, was für eine Nummer der denn hat, weil der Packschuppen wird das quasi dann kundtun, wenn wir dort stehen und den abholen wollen. Aber der Disponent kann diese ganzen anderen Informationen aus der Tour, aus dem Transportmanagementsystem direkt an die Fahrer-App übermitteln, sodass der Fahrer in der App quasi alle wesentlichen Informationen hat. Wo soll er sein? Wann soll er da sein? Mit was für einem Namen soll er sich melden? Oder gibt es vielleicht sogar einen PIN oder was auch immer? Und dann hat er alle Möglichkeiten. Der Fahrer bestätigt dann die Tour, das wird auch automatisch zurückgemeldet und fährt dann zum Packschuppen und nimmt dort diesen fertigen Container auf. In dem Moment ist es so, dass ein Geofence-System, das heißt also die App registriert, dass der Fahrer an der Ladestelle angekommen ist und meldet das quasi unserem Transportmanagementsystem. Der Fahrer hat dann die Möglichkeit, in dieser App direkt die Containernummer einzugeben, sodass der Disponent das auch schon weiß. Das heißt, da muss keiner mehr irgendwo anrufen oder eine E-Mail oder eine WhatsApp schreiben und sagen, du, ich habe den und den Container bekommen und, weil meistens läuft es dann nämlich so ab, dass das mit Copy-Paste bei uns ins Programm eingekopiert wird, dann mit Copy-Paste eine E-Mail an den Kunden, damit der weiß, in welchem Container seine Sendung ist. Und das geht jetzt alles automatisch. Das heißt, wir können da auch schon wieder so ein paar Fehlerquellen eliminieren. Mit dieser Containernummer kann aber unser Transportmanagementsystem dann so eine sogenannte Transportvoranmeldung an das Terminal schicken auch gleich an den Kunden, dass die halt über Track and Trace dann auch Bescheid wissen, wo ihre Sendung denn gerade ist. Ne? Dieser Datenaustausch, der geschieht, soll kontinuierlich geschehen und sowas wie Tourenplannummern sollen dann auch automatisch durchgegeben werden. Die Tourenplannummer ist dafür wichtig, wenn ich das beim Terminal abgeben möchte, muss ich mich irgendwie authentifizieren und das passiert halt über diese Tourenplannummer. Ist so ein bisschen viel Logistik-Sprech dabei, aber das ist leider auch so unsere Welt und gehört dann auch dazu. Wie ich schon gesagt habe, wird dieser auch per Push-Nachricht dann automatisch an den Fahrer weitergemeldet. Der fährt dann zum Terminal, kann sich dort am Terminal dann damit identifizieren und kann dann auch quasi in den Hafen oder aufs Terminal reinfahren. Ne? Just in dem Moment springt natürlich wieder das Geofence-System an und sagt, ah, pass mal auf, ne, der LKW ist jetzt am Terminal, die Nummer ist auch eingegeben worden, von daher ist der Container jetzt am Terminal angekommen und damit ist das Thema und der Transport auch durch. Und die entsprechenden Statusänderungen werden dann halt auch beim Disponenten angezeigt. Der Kunde kriegt automatisch seine E-Mail, wo drin steht, der Transport ist abgeschlossen. Um die und die Uhrzeit ist der Container dann am Terminal angekommen und alle sind ziemlich zufrieden. All das, wo ich jetzt gesagt habe, das funktioniert automatisch oder aber der kriegt es so auf die App, funktioniert heute völlig manuell. Das heißt also, wir schreiben E-Mails, wir schreiben WhatsApp-Nachrichten, wir telefonieren und das ist ein unfassbarer Aufwand für das, was man eigentlich viel einfacher abbilden kann. Ist jetzt für Sie ein bisschen schnell gewesen, weil man mit der Logistik noch nichts zu tun hat, aber vielleicht konnte ich trotzdem so einen kleinen Einblick da geben, wie herrlich einfach das durch Digitalisierung werden kann. 15.14 Uhr, noch ausreichend Zeit bis zum Anstoß. Trotz alledem stehe ich natürlich noch gerne für Fragen zur Verfügung. Und das Wichtigste, egal wie Deutschland heute spielt, genießen Sie den Tag. Dankeschön.